Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Ihr seht schon, ich befinde mich im Auto mit meiner Schwester und mit Sandra, denn wir besuchen nun meine alte Schule, beziehungsweise unsere alte Schule. Das ist ein Rentner. Hey, aber ja, ich hab Vorfahrt. Wir haben Vorfahrt, ne? Ja, auch richtig einmal, wenn man so ein gelbes Ding über den Helm nochmal drüber hat. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen um an unserer alten Schule. Wir können leider nicht reingehen, weil da gerade Ferien sind, aber das ist, glaube ich, auch besser so. Diese Kackbänke bestehen aus zwei... Boah. Ey, hier steht sogar noch der 1980 oder... Sandra, ich tue jetzt mal so, als bin ich dich, aber da wohnt unser Hausmeister. Ja, okay. Vor allem unser Hausmeister. Ich gehe seit 6 Jahren nicht mehr zur Schule. Hier sind irgendwie voll viele Tischtennisplatten dazugekommen. Diese Bänke und die Bäume gab es auch schon. Ja, wir hatten immer noch eine Tischtennisplatte. Was das hier ist, habe ich nie verstanden. Was ist das denn? Da gibt es so Löcher, da kann man perfekt Zigarettenstummel rein. Ey, und was das hier ist, das habe ich eh schon mal gefragt. Da sind einfach Müllding drin. Sieht schon ein bisschen gruselig aus, ne? Achtung, Köder ausgelegt. Was ist das für Ratten? Ja. Oh, ey, Luca, das habt ihr gemacht. Guck das, mal. Ja, das ist unser. Das ist so, Sandra, wo stehst du? Ich hab mein Abi nicht geschafft an dieser Schule. Pikachu, Donkey Kong. Junge, Mario sieht richtig am Arsch aus. Digga, was ist hier für ein Tornado? Sandra, ich habe ja im Podcast gesagt, wo wir mal saßen auf den Bänken. Hier saßen wir mal. Wenn ich reingehe, ich weiß noch ganz genau, wie es riecht. Ja. Gute Schule. Sandra. Ja, ist doch so scheiße, wie man denkt, ne? Eigentlich ist ja chillig. Das haben wir auch im Podcast mal erwähnt. Das hier ist einfach der Getränkeautomat. Und direkt daneben sind die Toiletten. Dann haben die Getränke immer nach Pisse gestunken. Hier haben wir immer Wandschießen gemacht. Gewünscht. Da war immer Physik, weil das so ein abgetrennter Raum war. Das waren immer unsere Schließfächer. Da haben wir uns gefühlt wie in so einer amerikanischen Serie. Also da waren diese Schließfächer und hier waren dann so die Chemieräume. Und das war immer voll lustig, weil wenn so andere schon schulfrei waren, die waren so hierher gelaufen. Alle haben dann so, hallo. Ey, das Katze. War die unbekannte. Die haben auch immer so gequietscht. Cool. Und da ist so eine vergammelte Sporthalle. Entweder man hatte die geilen Räume, da hatte man so Sitz. Stühle, so Dinger. Okay. Wo ist dieser Container? Hä? Hey, da stand einfach ein Gebäude, ist einfach weg. Gebäude haben ja ein Abi gemacht, ne? Ja. Der Geruch, wenn man da runtergeht. Ja, wenn man da runtergeht, ist der ekligste Geruch. Das ist der ekelhafteste Geruch der Welt. Warum steht überall gute Schule dran, Alter? Boah, Digga, was sind das da oben für Sitzbänke? Da oben ist ein Oberstufencafé. Geil ist das aber nicht. Ich habe immer mehr Essen da gegönnt mit Unterricht und so. Also hier ist auf jeden Fall unsere Sporthalle gewesen. Hier waren halt so Container, über 2 Stockwerke sogar. Da haben wir halt unser Abi geschrieben, die sind einfach komplett weg. Das hier waren so Kunst-, Musikräume und so, ne? Ja. Weil die so kreativ waren, weil es da oben auch noch Licht hat. Echt, da unten, wo die Hobo. Sprachen lernen, Bubble. Es wäre schon geil, wenn man hier so runtergehen könnte und dann sind da unten noch so Tische. Ja. Weil es gab wirklich zu wenig Sitzmöglichkeiten irgendwie. Obwohl es schon so viele gab. Die Schule ist halt riesig. Da unten hatte ich auch mal Kunst und da hatte ich immer Musik. Ey, da hatte ich Kunst-LK, da hatte ich Musik, da ist es auch noch mal Musik. Danke dir, Bro. Ja, abgeworfen und gesagt. Roll weg und so, richtiger. Roll weg? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie kann man sich denn so viel Geld, so grüne Sitzmöglichkeiten entscheiden? Das sieht so hart aus. LOL, Alter. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Was ist das denn? Das war auch schon im Sommer hier. Im Sommer ey, Digga, sieht ihr das, wie windig es einfach ist? Wir haben uns echt den beschissensten Tag ausgesucht. Sieht entspannt aus da bei euch. Ey, das ist so grell, ne? Da hinten war unser Klassenraum früher, als ich halt, also als man noch so Klassen hatte. Dann irgendwann kam es ja dann an mit Stufen und so weiter und so fort. Das hier wäre mal so ein kleiner Parcourslauf, hier haben wir mal Fangen gespielt. Hier ist Sandra und da ist Sandra. Abi 96, einfach so Asterix und Obelix. Also nur kurz für euch zum Verständnis, da hinten waren diese Bänke, wo wir vorhin saßen. Das blende ich euch jetzt nochmal ein. Wir sind jetzt quasi einmal so drumherum gelaufen. Überall auch so Verewigungen. Abi 95 jetzt hier, da unten ist Abiturienz, ja 94. Das hier war einfach unsere Mensa. Hier saß man und immer hat gegessen und da habe ich Sandra abgeworfen anscheinend. Mit Besteck, aus Versehen. Ich habe dich gar nicht abgeworfen, ich habe das in den Dings geworfen. Ja, und dann kam das dreckige Wasser, meine hübsche Fresse. Das ist schade, man sieht nichts wegen den ganzen Infektionen. Warte mal. Perfekt, da gab's Essen. Da. Und da muss man sein Gespeck... Das hier war unser Sportplatz nebenan. Dass man dann immer hingegangen bin, ja, wenn das Wetter halt mitgespielt hat, was in Deutschland irgendwie nie der Fall war. Hier unten sieht man die Mensa nochmal von der Seite. Oh, echt so eine richtige Kackmensa einfach. Hört sich jetzt so gemein an, wie ich hier über meine alte Schule rede, aber es war wirklich alles in allem sehr, 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 sehr schön. Es war eine sehr coole Zeit hier und was ich auch besonders krass fand, ist, wir hatten... Digga, was steht denn hier alles? Was ist denn das, Alter? Peter Lustig, sein Wagen oder was? Da oben hatte ich immer Mathe-LK, das weiß ich noch. Da hinten war irgendwie so ein Teich. Nee, hier ist der Teich, ne? Wir haben gesagt, so voll schön, guck mal, da blüht das Leben.
gar nichts, Alter. Einsteins grünes Zimmer. Diese Schule, Alter. Also die haben schon coole Ideen. Die Umsetzung ist dann halt nur so ein bisschen das Problem. Falls das irgendwer von meinen damaligen Lehrern sieht, es war wirklich sehr, 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 sehr cool alles. Aber ein paar Dinge hätte man echt verbessern können an dieser Schule, aber ich glaube, das wissen die selbst. Und hier sieht es schon schön aus. Also, das ist immer noch so ein Betonklotz. Aber da hinten waren so Fünftklässlerräume. Ups. Da waren so die Fünftklässlerräume. Da laufen wir jetzt gleich auch noch mal ein bisschen lang, weil hier war immer die Raucherecke. Hier war Raucherecke, ne? Ja, weil hier war das Schulgelände vorbei. Hier war es vorbei und dann habt ihr hier immer geraucht. Ja. Und dann habt ihr nicht mehr auf dem Schulgelände geraucht, oder? Genau. Ja. Hier kamen auch die Raucherlehrer immer hin. Ich war hier nie, ne? Nie. Was sind das denn für Lampen? Digga, ein bisschen zu viel Hightech haben die aber auch. Ey, wisst ihr noch, als hier eine Leiche in dem Wald war? Oh mein Gott. Da durfte ich nie mehr, weil da hinten war mein Fitnessstudio, dann durfte ich da nie wieder langfahren, weil hier einfach eine Leiche war in diesem Waldstück. Wir können ja nicht lang in den Schlamm. Sandra. Ich geh da nicht, ich geh außen rum. Sandra, ist es jetzt nicht dein Sandra, das sind 100 Meter. Das ist da, das ist müssen wir hin. Straße. Wenn eine Schlange kommt. Das ist das Biotop. Da wurden Schlangen gezüchtet. Lukas! Da hinten ist wieder die Aula. Also wir gehen quasi die ganze Zeit um die Aula rum, die halt mitten im Schulgebäude drin war, was niemand so richtig verstanden hat. Was? Was denn? Immer noch Angst vor Schlangen. Sandra, du bist doch früher hier auch auf dem Schulgelände rumgelaufen. Nice. Hier hatte ich auch mündliche Prüfung. Hier hat es auch noch gute Noten. Ey Leute, guckt mal, Wintergarten. Ja, Mann, der Wintergarten. Das hier waren so die Fünftklässlerräume. Richtig süße mit diesen kleinen Zettelchen überall an der Wand. Da war noch die Zeit gut, ey. Da hatte meine Mathe noch keine Buchstaben. Ach, schade, das sieht man alles nicht. Wir müssen irgendwann noch mal auf jeden Fall in die Schule rein. Aber das geht halt gerade nicht. Erstens wegen Corona und zweitens wegen Ferien. Ach, hier stehen auch so komische Teile. Ey, ich hoffe, das kommt auf der Kamera rüber. Aber es ist so krass stürmisch. Ganz kurz für euch zum Verständnis, da ist der Wintergarten. Wir sind quasi einmal jetzt hier so rumgelaufen. Und hier ist wieder unser... Digga, warum ist denn hier so viel Scheiße? Hier ist wieder mein Abitur-Denkmal. Wir sind jetzt quasi einmal drum rumgelaufen. Hier war noch das Lehrerzimmer. Der verbotene Ort. Ja, das war's von unserer Schultour. Wir waren jetzt halt leider nicht drin, weil, ja... Wir dürfen nicht. Vielleicht irgendwann mal. Allerdings haben wir ja im Podcast schon extrem häufig euch so... Wir haben ja im Podcast schon extrem häufig so alte Schulstories erzählt. Und wir hoffen, ihr konntet jetzt so ein bisschen mehr vielleicht verstehen, wie das wo stattgefunden hat. Ja, und jetzt verpisst euch.